als ich 16 war, habe ich bemerkt, wie interessant oder wie uninteressant Menschen sein können durch das, was aus ihrer Mundöffnung rauskommt, aus ihrem Mund kommt. Ich habe eine Ärztin kennengelernt mit 15. Die trug Kopftuch und die hat Geschichten erzählt. Das war so spannend, sage ich euch, dass ich irgendwann meine Mutter nach 2 Wochen mit ihr gefragt habe, warum meine Mutter kein Kopftuch trägt. Diese Ärztin war verschleiert. Ich habe meiner Mutter gesagt, ich möchte nur noch T-Shirts, die mindestens bis zum Ärmel gehen, und Shorts bis zu den Kniescheiben. Ja, so soll es im Koran stehen, sagte mir diese Dame. Sie hat ihre Geschichten so spannend verpackt, dass ich an ihren Lippen geklebt habe. Die war so um die 30, ich war 15. Nach 2 Wochen war ich fast islamisiert. Dann ist sie weg. Nach einer Woche war dann der Spuk vorbei. Ja, aber da merkt man, wie man Menschen, wenn man Geschichten spannend erzählen kann, gewinnen kann. So, dann gab es einen Mohamed Shifchi, Volljurist, ja, Nixkönner von Beruf. Dieser Mann hat, den habe ich kennengelernt, da war ich 16, er 20. Er hat Geschichten erzählt, wo ich als 16-Jähriger aus Höflichkeit immer gesagt habe, wo du einfach sterben wolltest. Kennt ihr diese Menschen, wo du denkst, kann ich jetzt einfach bitte einen Herzinfarkt haben, damit ich mir diesen Scheiß nicht mehr geben muss? Wo man einfach die Schnauze hält und sagt, bla, bla, bla. Ja. Weil diskutieren mit diesen Menschen bringt ja nichts. Die labern ja einfach weiter. Wo du einfach denkst, ey, kann der vielleicht einen Herzinfarkt bekommen? Zur Not akzeptiere ich auch einen. Und sogar dann würden diese Menschen, weil die nur auf sich bezogen sind, auch noch weiterreden. Der wird ja gar nicht merken, dass ich tot bin. Vielleicht interessiert es ihn auch nicht. Der redet einfach nur. So ein Mensch war dieser Typ. Und davon habe ich in meinem Leben viele kennengelernt. Ich habe viele Rechtsanwälte bei der MEG gehabt, auch 1, 2 Ärzte. Und diese Rechtsanwälte waren alle erfolglos. Kein erfolgreicher Rechtsanwalt geht in die Versicherungsbranche. Denn Rechtsanwalt zu sein, bedeutet, verkaufen zu können. Ein erfolgreicher Jurist erzählt vor Gericht eine Geschichte. Eine spannende Geschichte, die Staatsanwälte, Richter und Zeugen fesselt. In den USA sind die erfolgreichsten Geschichtenerzähler die erfolgreichsten Rechtsanwälte. Denn du musst eine Geschichte erzählen, an die die Jury glauben muss. Du musst die Jury überzeugen. Du musst dich verkaufen. In unserem Job ist es nichts anderes. Wenn ich eine Geschichte spannend erzählen kann, dann kann ich verkaufen. Wenn ich eine Geschichte nicht erzählen kann, kann ich sie nicht verkaufen. Wie erzählen wir spannend eine Geschichte? Wie sieht sowas aus? Kann ich das lernen? Selbstverständlich. Jeder Vollidiot kann das lernen. Ich habe Leuten ohne Schulabschluss beigebracht, Geschichten zu erzählen. Ja? Manche haben so gut Geschichten erzählt, dass ich heute noch denke, die sind auf dem Mond. Ja? Eine Geschichte muss immer detailliert sein. Immer Details erzählen. 1996, Deutschland wird Europameister. Ich bin 16 Jahre. Wir gehen beim McDonald's Kassel Treppenstraße lang. Mein Freund Heiko Nölke, damals schon mit 16 übergewichtig, zieht sich sein Trikot aus. Ich werde nie vergessen, die Mädchen rufen, zieh dich wieder an! Genau so war das. Die Geschichte war doch in Ordnung. Ich habe Details erzählt, wo waren wir, wann war es. Derjenige muss sich, den du die Geschichte erzählst, in deine Lage versetzen. Der muss diese Geschichte, wenn er seine Augen schließt, sehen. Ich erzähle euch eine Geschichte. Schließt jetzt bitte eure Augen. Schließt ihr alle bitte eure Augen. Lehnt euch bitte alle zurück. Stellt euch vor, ihr steht vor einem schwarzen Lamborghini. Ihr öffnet die Tür. Ihr setzt euch in diesen cremefarbenen, beigen Ledersessel. Merkt ihr es, wie es sich an eurem Rücken das Leder anschmiegt? Jetzt hebt eure Hände nach vorne. Eure Hände nach vorne heben, an das Lenkrad. Spürt ihr zwischen eurem Zeigefinger und eurem Daumen
wie er an diesem Lenkrad gerade spielt. Eure rechte Hand geht nach unten, drückt auf den Startknopf. Der Motor heult auf. Jetzt sitzt ihr drinnen, es vibriert, es kribbelt in euch. Ihr spürt das Lederlenkrad, ihr riecht das Alcantara-Leder. Ihr sitzt in diesem maßgeschneiderten Ledersessel. Und jetzt drück einfach aufs Gas, Baby, und lass es krachen. Okay? In solche Sagen habe ich mich sehr oft versetzt. Dies habe ich von dem Film Rocky 4 übernommen. Dazu müsste man jetzt noch die passende Musik spielen. Exakt in dieser Szene, als sich Sylvester Stallone, nachdem er entschieden hat, in Moskau gegen Ivan Drago zu kämpfen und seine Frau sagt, du kannst nicht gewinnen, er rausgeht, sich in seinen Lamborghini setzt, man sieht, wie seine Hände am Lenkrad sind, sein Körper am Ledersessel, die Hand an der Lenkung, damals gab es noch keine Starttaste, sondern Schlüssel, und der losfährt und im Hintergrund hört man diese Musik. Es ist mehr Gänsehaut nicht möglich. Leider fehlt uns jetzt die Musik. Ja, das ist, könnte sein Burning Heart von Rocky IV. Auf jeden Fall ist die Szene Rocky IV, wo er wieder ins Auto einsteigt, Freunde. Das, wenn ihr das könnt, dass Menschen in eure Geschichte sich hineinversetzen können. Wenn ihr das schafft, dann seid ihr ein wahrlich exzellenter Verkäufer.